Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ihr seht heute schon Assassin's Creed Mirage. Ja, endlich ist es soweit. Das schauen wir uns heute dann etwas genauer an. Dieses Mal war es ja etwas komisch, die überhaupt zu bestellen generell. Ubisoft hat die nicht direkt vertrieben, sondern nur irgendwie ganz kurz am Anfang, was sehr komisch war. Und B, ihr kennt mich, ich zocke nur noch fast ausschließlich auf PC. Ich wollte mir diese Collectors Edition für PC bestellen. Meint ihr, dass es irgendwo auf dem Planeten die für PC gegeben hat? Absolut nicht, das war grotesk andergleichen. Nirgendwo gab es die PC-Version plus das. Ich musste dann wirklich, ich habe sie ja dann von Amazon bestellt, egal was für einen Shop man sonst noch bestellen könnte, ich habe sie jetzt einfach mal von Amazon bestellt und habe dazu halt die PS5-Edition genommen. Ich habe zwar keine PS5, aber ich habe PS5-Edition, das hier bestellt, die Collector's Edition. Dann hat der feine Herr Rugenwehr die Master-Idee gehabt, weil es ja Amazon ist, konnte ich dieses Case extra bestellen, in Anführungszeichen. Das heißt, ich habe es bei Amazon bestellt, die PS5-Edition, das heißt, diese Collector's Edition und die Deluxe-Edition vom Spiel für die PS5. Das Ding ist, ich brauche ja die nicht, die Edition für PS5, weil ich keine PS5 habe. Das Schöne ist, bei Amazon, einmal hier wurde es lustigerweise einmal hier die Box extra gelistet und das PS5-Spiel, die Deluxe-Edition, extra gelistet. Einmal die Box mit dem Vermerk, enthält kein Spiel, und einmal das Spiel für die PS5 in der Deluxe-Edition. Ja, ne? Da habe ich dann einfach gesagt, ja okay, ich mache einen kleinen Test. Ich bestelle mir jetzt das da so. Und habe dann im Nachhinein einfach die PS5-Version rausstorniert. Das heißt, ich habe jetzt nur das Case bekommen, ohne alles. Ja. Nur so viel zu dem jetzt hier. Das heißt, ich habe jetzt die Edition jetzt hier ohne Spiel bekommen. Das Spiel habe ich mir dann einfach im Internet vorbestellt. Und ja, für den PC. Und damit war dann die Sache gegessen, weil ich sehe es nicht ein, Geld dafür auszugeben für ein Spiel, was ich nicht spielen kann. Das ist Käse. Klar, könnte ich es dann weiterverkaufen, aber wenn das Spiel hier eh nicht mehr inbegriffen ist, so wie bei den anderen Editionen früher, da gab es ja Editionen für PlayStation, Xbox etc. ppp. Na? Jetzt gibt es anscheinend nur noch dieses Case hier einzeln und dazu einfach eine CD gelegt quasi. Na? Für die Konsolen beispielsweise. Ich finde es wirklich absolut kacke, dass es für PC das nicht gab und dass ich jetzt hier so den speziellen Weg gehen musste, aber ich sah es jetzt nicht ein, für PS5-Game was zu zahlen, den Vollpreis zu zahlen und es da nicht zu spielen, weil das kriege ich ja nicht mehr los für den Vollpreis. Und von dem her habe ich dann einfach rausstorniert, die PlayStation 5 Edition, also halt das Spiel, und habe dann mich jetzt nur auf das Case hier gefreut. Ja, und das machen wir heute auf. Ihr seht hier schon ganz schön Assassin's Creed Mirage Collector's Edition. Die Box ist wieder mal sehr, sehr schön. Aber ich habe das Gefühl, die werden jedes Jahr kleiner. A, weil jetzt hier nicht mal das Spiel mehr drin liegt. Und B, ja. Ich glaube, dieses Mal ist sie auch generell kleiner ein bisschen. Wir sehen es ja dann auch später. Unten ist nichts Gefährliches. Da nur ein bisschen Ubisoft-Shenanigans. Und ja, ansonsten schöne, schöne, schöne Box. Oben steht nur noch mal was. Und ja, ich würde sagen, langer Rede, kurzer Sinn. Wir gucken mal hier rein und schauen mal, was uns hier alles erwartet. Ich bin mal gespannt und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr meinen Weg findet, den ich beschritten hatte oder habe. Besser gesagt, dass ich einfach jetzt das Spiel rausstudiert habe und mich jetzt nur über das Case freue. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Okay, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal in die liebe schnucklige Box hinein. Dieses Mal nicht mal zugeklebt, also wow. Oh, das sieht schon mal pretty aus. Es ist kein Spiel drin, ne? Aber oh, das ist ein schickes Steelcase. Oh, schöne kräftige Farben.
Assassin's Creed Mirage. Das sieht echt schön aus. Es ist halt nichts drin. Ha! Na? Aber es sieht echt schön aus. Steelcase sammle ich mittlerweile wirklich, wirklich gerne. Weil das ist halt einfach nur, ist halt was Hochwertiges. Da hat man was Schönes in der Hand. Das finde ich toll. Okay. Ist doch da mehr drin als schon gedacht. Schön, weil ich kaufe die hauptsächlich nur wegen der Figur. Was haben wir denn hier? Dann Assassin's Creed Mirage. Selected Game Soundtrack. Das ist auch jedes Mal eine schöne Sache. Wo ist es denn hier? Die CD, ich will die CD. CD. Hallo? Hallo? Sie wehrt sich. Ich will keine Kratzer reinmachen, CD. Und keine Schmierer. Auch wieder sehr schick, wie man es kennt von Assassin's Creed. Schön bedruckt. Schön. Ist auch nicht selbstverständlich. Viele machen ja sowas gar nicht mehr. Ne? Aber nur 5 Tracks ist wirklich ein bisschen wenig. Ich könnte schwören, damals bei Assassin's Creed Black Flag waren 11 bis 20 Tracks drauf. Aber ja, ist schick. Tun wir mal wieder rein. Ja. So Zeug sammle ich ja wirklich gern. Na, was ist denn hier noch drin? Hier oben, was ist? Ich glaube, das ist ein Büchlein. Oh ja, das ist ein Buch. Oh Gott, wie kriege ich das raus? Ach, und da unten ist noch eine Karte. Oh, eine Karte. Ich liebe Karten. Oh, oh, die fühlt sich auch cool an. Wir haben hier ein kleines Büchlein noch. Das ist auch immer schick. Ich finde es immer fürchterlich, wenn es nur Online-Versionen gibt und man online so ein Buch hat. Das sieht man sich niemals an. Zumindest mache ich das hier nie. Einmal Assassin's Creed Mirage Artbook. Das finde ich immer. Ich finde das immer toll. Ich finde das immer toll. Ich hoffe, dass da jetzt keine Spoiler drin sind. Weil das Spiel habe ich auch gerade erst frisch angefangen. Und ja, es sieht schön aus. Vor allem mit den Farben. Ich finde es immer toll hier. Falls doch Spoiler drin sein sollten, möchte ich mal mich mehr herzlich hier entschuldigen. Aber ich glaube, das sollte es keine geben. Hier vorne sehen wir auch hier den jungen Basim. Nur mal so viel dafür. Ich glaube mal, das sind wieder hier diese Bösen. Da waren sie ja noch keine Templer. Na? Ihr wisst aber, was ich meine. Das ist schön. Das kennt man ja auch aus der Höhle. Ich hoffe, man sieht sie hier und es blendet nicht zu arg. Das ist schick. Das ist wirklich schick. Ich liebe solche Artbooks. Also welche, die man wirklich richtig in der Hand hat. Nee, ist schick. Ist wirklich schick hier. Was man hier sieht. Kann sich definitiv sehen lassen. Ich liebe auch wirklich richtig diesen orientalischen, ja, Charme, den das gesamte Spiel wirklich versprüht. Da fühlt man sich wirklich, wirklich vor allem, wieder in Zeiten zurückversetzt von Assassin's Creed 1. Das Game selbst hat ja auch diesen Nostalgie-Modus, das heißt, dass man die Farben so einstellen kann wie bei dem ersten Teil. Das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Sache. Ich mag Artbooks, ganz ehrlich. Ich blätter wirklich ab und zu mal durch, wenn ich mal eins von meinen wieder in die Finger bekomme. Weil die ja wirklich schick sind. Ist auch schön dann zu sehen, wie dann die Ideen vom Zeichnen bis ins Game dann wirklich tatsächlich umgesetzt worden sind. Das ist immer auch das total Faszinierende, finde ich. Sind wir auch fast durch. Oh, das sieht auch kräftig aus hier. Das ist echt schick gemacht. Ich freue mich wirklich auf das Game. Ich habe jetzt das Intro quasi schon durchgespielt. Von meinem jetziges Ich hier.
Xbox kam leider ja einen Tag zu spät an. Also von dem her kommt das Video auch ein bisschen später. Aber das sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Die Hundestadt. Das ist wirklich... ist toll. Ist wirklich toll. Wie gesagt, falls Spoiler drin sind, tut's mir leid. Ich gucke sie auch einfach mal komplett blind durch quasi. Ich finde es auch schön, einmal hier, also dass hier mehrmals Basim auch drin ist. Einmal hier, so viel kann man ja sagen, so viel war es mir ja auch von Assassin's Creed Valhalla, einmal Basim in Jung. Dann hier Basim ein bisschen älter, als er frisch bei den Assassinen ist, so viel kann man ja sagen. Und dann hier einmal Basim, Meisterassassine, so kennt man ihn ja aus Assassin's Creed Valhalla. Das ist irrschig. So viel weiß man ja schon. Ich denke mal, das kann ich wirklich komplett spoilerfrei eigentlich verraten. Das ist ja kein großes Geheimnis, was lange auf sich warten lässt. Sie hat man ja auch schon in den Trailern gesehen. Das ist schön. Ist wirklich schön. Jetzt kommt nichts mehr dann. Glaube ich, ja. Da hätte man auch noch ein paar Bilder aufmachen können. Aber egal. Wirklich schick, schick, schick. Und ja, jetzt kommen wir noch zur Karte. Oh, wie sieht die anfühlt. Oh, so schön. Oh, ich finde es auch immer toll, wenn solche Karten von Games nicht einfach nur so ein Stück Papier sind, was bedruckt worden ist. Das hier hat wirklich ein Maß rum. Man hört es, glaube ich, ein bisschen. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Die Karte ist ja dieses Mal, Moment, mache ich mal ein bisschen so, ist ja dieses Mal nicht ganz so groß. Einmal hier die Rückseite, die ist recht unspektakulär, da ist nichts drauf. Das ist irgend so ein dickeres Papier, würde ich mal sagen. Oder Folie? Kann es nicht genau sagen. Ist, glaube ich, eine Folie, irgendeine Folie. Also kein Papier, aber es ist schön, dass das hier richtig gemasert ist, würde ich sagen. Und ja, dieses Mal, sie ist nicht so groß wie bei den anderen Games. Also mit Assassin's Creed Valhalla darf man es generell nicht vergleichen. Auch nicht mit Origin oder Odyssey. Na, die ist wesentlich kleiner, die Karte. Aber ich schätze mal, das ist wirklich nicht so schlimm. Da oben ist ja dieses Assassinen-Hauptquartier, so viel kann ich sagen. So viel kennt man ja auch von Assassin's Creed 2 müsste es gewesen sein. Und ja, hier sieht man alles. Das ist hier sozusagen unser ganzes Einsatzgebiet. Wie weit man dann noch hier rauskommt, weiß ich nicht. Aber das ist wirklich eine schnucklige kleine Karte. Und ich glaube, manchmal braucht man auch nicht eine riesige, 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 riesige Welt. Da reicht auch mal sowas. Okay, dann würde ich mal sagen, kommen wir doch mal langsam zum Herzstück. Das da können wir weglegen. Das ist auch ein Deckel. Da ist die schöne Figur. Okay. Dicke Ding. Ist auch leer. Stellen wir auch mal weg. Und hier haben wir schon die schöne Figur. Oh, die ist echt eigentlich richtig groß. Die ist gar nicht so klein, wenn ich dir ehrlich mal das sagen darf. Klack, klack, klack. Ist schon mal größer als gedacht. Schön sicher verpackt. Und wir müssen sogar was zusammenbauen. Oh. Wir haben einmal jetzt hier Basim. Oh, da habe ich die Tüte auf. Das ist nicht gut, das ist scharf. Okay. Schick. Erster Blick sieht gut aus. Das Gesicht ist auch schön gemacht.
Das sieht gut aus. Ich werde da gleich dann noch mal etwas genauer rüberschwenken. Aber die sieht wirklich gut aus auf den ersten Blick. Schicke Figur, die Farben sind schön. Der Guss ist schön fest. Nichts Hohles. Das ist schön. Das da unten ist natürlich hohl. Na? Das hört man aber hier. Das ist ein Vollguss. Wie man es kennt von den Collector's Editions. Dann, was haben wir hier noch? Was sind das? Ich glaube, das kann man sich anhängen. Das hat irgendwas mit dem Game zu tun direkt. Das Zeichen kenne ich nicht. Ich glaube, das ist doch hier, ja. Der Anhänger von Basim. Den hat man hier nochmal als echten Anhänger dabei. Na, der ist aus Metall. Den kann man sich dann sozusagen als Brosche anhängen. Also diesen Anhänger hier, falls man es nicht sieht hier. Na? Und ja, das ist auch schick. Kann man auch machen. Was für eine Bedeutung das hat, kann ich noch nicht sagen. Das ist wirklich eine ganz, ganz schicke Figur. Der Druck ist gut, die Farben sind gut, macht sich gut. Das ist auch mal eine etwas andere Pose, als man es von den anderen Games kennt. Und auch hier, es sieht wirklich schön aus. Das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, ist diese Klinge hier. Die versteckte Klinge. Da habe ich ein bisschen Angst. Ich werde einmal woran ecken und dann ist sie abgebrochen. Oh Gott, das Schwert auch. Hilfe! Das ist schön weich zum Biegen, aber das da und das habe ich Angst. Aber so, es ist schon wirklich eine sehr, sehr schicke Figur. Ganz ehrlich. Kann man definitiv machen. Es sieht wirklich alles toll aus. Keine Fehler sind da drauf, soweit ich das erkennen kann. Und das Gesicht schauen wir uns dann auch nochmal etwas genauer an. Das ist schon was Tolles. Wie ich es genau hinstellen werde, alles, weiß ich auch noch nicht so ganz. Gucken wir uns mal hier alles an. Hier unten. Ja, steht im Prinzip nichts weiter. Ihr seht es jetzt nicht gerade gut. Da steht nur Assassin's Creed Mirage, bla 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 bla. Aber so, es sieht toll aus. Es sieht wirklich toll aus. Basims Gesicht. Moment. Fokus. Sieht auch soweit echt. Sieht also top aus. Da kann man nicht meckern. Sieht wirklich gut aus. Der Bart ist gut gelungen. Die Gestik stimmt auch. Es sieht nicht so wie ein Fisch aus. Nee, das ist wirklich gut gemacht. Wenn es ein bisschen komisch aussieht, liegt es am Kamerawinkel, wenn dann. Aber so. Nee, der sieht wirklich gut aus. Das ganze Outfit, das hier mit den Fransen hier an der Seite, das ist schon sehr, 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 sehr toll gemacht hier. Ich entschuldige, wenn es nicht immer hundertprozentig fokussiert, aber ihr seht, das sieht wirklich schick aus. Also hat sich, glaube ich, gelohnt, mehr als gelohnt. Mit glänzenden, schönen kleinen Details. Und ich denke, abschließend kann man wirklich sagen, es war kein Fehlkauf. Wirklich nicht. Es war zwar eine kleine Schlawinerei, dass es die Edition einfach nicht für PC gab, aber so ganz ehrlich. Hat mir die Edition nur 90 Euro gekostet. Nur 90 Euro. Da ich ja das PlayStation-Spiel auf Amazon einfach storniert habe. Und ja, da hat es mir dann ja, 90 Euro gekostet. Absolut in Ordnung. Es ist die Figur dabei. Es ist der Anhänger dabei. Es ist eine Karte dabei. Es ist das Artbook dabei. Und war noch was dabei? Ja, natürlich die CD mit den Soundtracks war auch dabei. Ja. Und ein Steelbook, ne? Also ein Steelcase für das Spiel. Ne? Ich muss sagen, wirklich sehr, sehr toll. Die Figur ist sehr toll, der Rest ist auch sehr toll. Gefällt mir im Großen und Ganzen alles. Und ja, es hat sich gelohnt, das kann ich wirklich sagen. Die Figur sieht top aus, die ist sehr hochwertig gedruckt. Klar, natürlich besser geht es natürlich immer. Na, aber so für dieses Preisbudget sieht es wirklich top aus. Sie hat schon Figuren gehabt, da war das Gesicht. Na? Und haben schon wesentlich mehr gekostet, aber hier, das sieht top aus. Das Gesicht stimmt, die Proportionen stimmen.
Alles andere stimmt auch. Nirgendwo Fehldrucke oder Beschädigungen. Super alles. Das ist auch ein kleines süßes Gimmick. Ne? Die anderen Sachen natürlich auch. Und in diesem Sinne möchte ich mich dann auch ganz gerne fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt mir ihr gerne in die Kommentare, was ihr davon jetzt im Großen und Ganzen haltet. Und ja, ich finde das toll, dass das Game wieder back to the roots geht. Also halt zurück zu den Anfängen. Ich finde das cool. Ich finde das wirklich schön. Und ja, ich denke mal, das tut auch allgemein den Assassin's Creed Universum, ja, gut, würde ich sagen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich werde hiermit noch ein bisschen Spaß haben, noch ein bisschen Platz suchen, weil es ist alles voll. Schon mit Figuren. Und ja, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.